Ihr kennt bestimmt diese Spam-Kommentare oder DMs, die euch versprechen, euer Geld ganz magisch über Nacht zu verdoppeln, wenn ihr natürlich deren Gruppe joint. Komm in die WhatsApp-Gruppe und verdiene eigentlich das, was unser Mentor macht. Klingt echt dumm und ist eigentlich auch echt zu schön, um wahr zu sein. Aber ist da vielleicht doch was dran? Außer wahrscheinlich, dass es ein Ponzi-Scheme ist und viele Leute Geld bekommen, weil sie andere Leute einladen bzw. betrügen. Eher weniger. Wahrscheinlich würde auch nur ein Vollidiot zu einer Gruppe beitreten. Also war es quasi wie gemacht für mich. Ich war auf Instagram Reels unterwegs, nachdem ich natürlich wieder mal von dem Instagram-Algorithmus hops genommen wurde und habe dort eine Werbung bekommen für eine Trading Group auf Telegram. Bin natürlich der Free Group erstmal gejoint und dort haben die dann auch noch eine Premium Gruppe gepitcht, wie man es natürlich kennt. Kostet auch wahrscheinlich Geld, habe ich mir gedacht. Mindestens 50% innerhalb meines ersten Monats. Scam. Sehr realistisch auf jeden Fall. Und der Haken hierbei war halt, ich musste mich über deren Link bei einem Broker anmelden, welchen ich persönlich nicht mal gekannt hatte. Major Red Flag, aber ich habe meine Research betrieben und auf was ich gestoßen bin, ist eigentlich echt spannend. Durch meine Recherche habe ich nämlich herausgefunden, dass dieser Broker ein wirklich wertvolles Affiliate-Programm betreibt, denn zum Beispiel mit 100 Registrierungen im Monat kann man angeblich schon über 70.000 verdienen. Mit 100 Leuten 70.000. Müsst ihr euch mal vorstellen, in der Free Group waren über 10.000 Leute drin und für die ist es bestimmt nichts, 100 Leute im Monat anzumelden. Achso, und ihr könnt euch auf jeden Fall mit dem Link in der Beschreibung bei dem Broker anmelden. Mein persönlicher Affiliate-Link. Aber bevor ihr mich jetzt roastet in den Kommentaren, der Broker ist wirklich legit. Er ist reguliert, aber ich will hier jetzt trotzdem keine Werbung für den Broker machen. Deswegen, ich sage einfach nur, mein Link ist in der Beschreibung. Easy peasy. Okay, und durch diesen Affiliate-Link vom Broker ist es dann auch logisch zu erklären, warum die Premium-Gruppe anscheinend doch gratis ist. Jeder kann sie beitreten für 0 Euro. Natürlich, wenn man sich registriert über einen Link von ihnen für den speziellen Broker, damit sie halt natürlich die Commission bekommen. Denn man wird nur zur Premium-Gruppe zugelassen, wenn man einerseits das gemacht hat und andererseits über 400 Euro auf seinen Account eingezahlt hat. Aber solange das der einzige Faktor ist, womit wir, sage ich mal, die Premium-Gruppe bezahlen, war das ziemlich fein für mich. Ein weiterer Punkt, der mir hier beim ganzen Konzept nicht so wirklich gefällt, ist, warum sollte jemand, der angeblich die Matrix geknackt hat und eine Strategie gefunden hat, welche über 50% Profit in einem Monat erzielen sollte, sie mit anderen Leuten sharen und dann auch noch, sag ich mal, wirklich fast gratis. Denn wenn diese Person eine Strategie hat, die ihm genug Geld einbringt, dann gibt es doch wirklich keinen Grund, Signale zu verkaufen, oder? Oder habe ich hierbei irgendwas vergessen? Naja, darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Ich soll nicht diese Gruppe roasten oder Systemfehler entdecken, was weiß ich, ist mir auch echt egal, solange ich hier Geld verdiene. Wahrscheinlich euch auch. Deswegen alle Zweifel beiseite. Lasst uns endlich anfangen, Trades von dieser Gruppe anzunehmen. Denn wer weiß, vielleicht sind wir Ende dieser Woche in einem brandneuen Lamborghini finanziert von der Gruppe. Ach so, und ich habe euch ganz vergessen zu erzählen, mit wie viel wir traden. Mit 400 Euro bzw. mit 600 Euro, wie ihr es gleich sehen werdet, werden wir die nächsten zwei Wochen diese, ja, Trading-Gruppe austesten, ausprobieren, ob man damit Geld verdienen kann und ob ich am Ende das euch empfehlen kann, das auch nachzumachen oder nicht. Tendenziell bin ich bei sowas immer raus. Aber wenn wir natürlich mit diesem Video einen Weg gefunden haben, ein passives Einkommen aufzubauen, ohne Startgebühr, warum sollte man es dann nicht machen? Oh mein Gott, ist Albert Einstein! Ist Albert Einstein! Oh mein Gott, ist Albert Einstein! Ich muss mich jetzt über deren Link auf diesen Broker jetzt anmelden. Bin natürlich gespannt, was das für ein Broker ist. Der Broker ist sogar reguliert, bietet ein Leverage von 500 zu 1 an, was eigentlich der beste Hebel ist, den man beim Trading haben kann, und kriegt sogar 4 von 5 Sterne von Google selber. Ja, erstelle ich jetzt erstmal den Account. Ich bin's wieder, der skeptische Kenser. Und zwar habe ich gerade auf der Seite gefunden, dass die einem einen 50%igen Einzahlungsbonus schenken, was auch echt immens ist. Ich meine, viele Broker machen das, glaube ich. Aber was mir dabei direkt in den Sinn kommt, sind Casinos und Online-Sportwetten-Webseiten, wo man zum Beispiel 100 Euro einzahlt und direkt 100 Euro gratis zurückbekommt. Komisch, dass das ein Broker auch so macht. Aber ich hatte vor, jetzt 400 Euro hier einzuzahlen. Das heißt natürlich logischerweise, dass ich dann noch 200 Euro von denen geschenkt kriegen müsste. Was ich einfach nicht glaube, dass sie uns einfach 200 Euro schenken und ob man das auch überhaupt auszahlen lassen kann. Aber das heißt somit, der nächste Schritt steht darin, einmal zu warten, dass wir verifiziert werden und andererseits dann die 400 Euro hier drauf aufzuladen. Nachdem ich also dann die 400 Euro eingezahlt hatte, haben wir tatsächlich 200 Euro in Form eines Kredites bekommen. Und somit war unser Account natürlich ready to trade und haben dann auch direkt ein erstes Signal bekommen. Okay, vorhin saß ich im Zug und wir haben das erste Signal für diese Challenge bekommen. 2 Stunden ist es circa her und aktuell ist da nicht wirklich viel passiert. 38 Cent zu verlieren ist jetzt meiner Meinung nach nicht schlimm, deswegen sollten wir auf jeden Fall eine größere Lot-Size dann demnächst wählen. Das Wichtige hierbei ist, dieser Einzahlungsbonus, den wir bekommen haben von 50%, also diese 200 Euro, diese werden natürlich erst ganz am Ende aufgebraucht. Somit, wenn wir erstmal auszahlen wollen, können wir nur 398, sagen wir jetzt mal, auszahlen lassen. Heißt, unser Geld, mit dem wird am Anfang getradet. Wenn wir dies verkacken, haben wir theoretisch gesehen noch 200 Euro im Account.
Account, aber die können wir nicht auszahlen lassen, da es sowas wie ein Kredit auf diesem Account ist und erstmal unser Geld verbrannt wird. Das heißt, diese 50% Einzahlungsbonus kann man direkt nicht auszahlen lassen. War mir auch klar, um ehrlich zu sein. Das machen die extra, damit Leute sich anmelden und denken, die haben extra Geld gemacht. Dann habe ich aber einen richtig krassen Fehler gemacht und bin mit einer 10-fach größeren Position in einen Trade reingegangen als sonst. Wow, okay, ich habe gerade reingeschissen. Und zwar wollte ich eine normale Position aufmachen mit unserer normalen Lot Size, also ca. 0,04. Das wurde mir auch von dem Typen empfohlen. Und ich habe aus Versehen das 10-fache gesetzt, heißt 0,3. Sofern dieser Trade jetzt nicht ins Positive laufen sollte, sind wir echt am Arsch. Aber ich sehe gerade, er ist bei 0. Die Frage ist jetzt, lasse ich den offen oder mache ich den zu? Ist es halt echt hart riskant, diese Position weiter laufen zu lassen. Daraufhin habe ich den Trade mit einem 3-Euro-Profit zugemacht, denn es war wirklich riskant, den einfach so laufen zu lassen. Aber an diesem Tag haben wir noch mehrere Signale dann bekommen. Und mit wie viel Geld wir am Ende des ersten Tages schon enden sollten, ist immer noch echt unfassbar. Okay, ich gebe euch jetzt mal ein kurzes Update. Und zwar haben wir für heute bis jetzt 3 Signale bekommen. Bei allen 3 bin ich reingegangen. Aktuell haben wir 9 Positionen offen. Bei den meisten sind es über 2 Positionen, weil der Preis einfach wieder zurückgegangen ist. Und ich habe den Typen gefragt, der diese Gruppe leitet, ob man wieder reingehen soll. Und er meinte, ja, geh wieder rein. Und das finde ich auch nice, dass man dem privat schreiben kann und fragen kann über seine Trades und Trading. Bin natürlich gespannt, wie diese Positionen dann laufen. Aktuell 10 Euro ish Profit circa. Vorhin hatte ich aber mal eine Phase, wo wir 50 Euro im Miesen waren. Also ist schon echt volatil das Ganze. Vor allem ist hierbei das Problem, habe ich vorhin gesehen, das Signal ist 1 Stop-Loss und 4 Take-Profits. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Win-Rate von, ja, sagen wir 50% hat, aber diese Wins immer nur auf Take-Profit 1 sind, dann sind wir trotzdem in den Negativen. Das ist hierbei das Problem. Er gibt zwar 4 Take-Profits an, aber bei welchen wir dann letztendlich landen, ist eine gute Frage. Es kann ja nämlich sein, dass wir zum Beispiel zu Take-Profit 1 gehen, dann wieder runterkommen und unseren Stop-Loss hitten, einmal, ja, Profit mitgenommen, aber wenn ich doch drin geblieben bin für die anderen Take-Profits, ja, was ist dann mit denen? Also dieses Multiple-Take-Profit-Prinzip verstehe ich noch nicht ganz. Vielleicht muss man dann einfach seinen Stop-Loss in die Entry-Position ziehen, also heißt Break-Even. Aber ja, ich bin gespannt, wie viele Signale heute noch kommen. Aber wenn das hier tatsächlich klappen sollte, dann haben wir legit einen Weg gefunden, das passives Einkommen mit Forex Daytrading zu machen. Circa 50 Euro und da ist jetzt die Frage, nehmen wir die für heute mit und ja, securen 50 Euro für den Tag oder warten wir, bis der komplette Take-Profit erreicht wurde? Okay, legit 5 Minuten später haben wir den absoluten Meltdown im Preis. Wir sind ziemlich gut im Profit, über 100 Euro muss ich sagen. Daraufhin habe ich die ganzen Trades geschlossen und wir haben am ersten Tag tatsächlich 133 Euro in Pure Profit mitnehmen können, was echt insane ist. Vor allem, wenn man mal bedenkt, dass wir mit 400 Euro angefangen haben, haben wir in einem Tag 33% Rendite mitnehmen können. Okay, für heute habe ich die Signale auch schon genommen. 3 Stück wurden heute Morgen ausgesendet. Hier seht ihr jetzt unseren Account und nicht wirklich vieles passiert. Waren mal minus 20 Euro, aber waren auch plus 20 Euro. Gestern hatten wir 140 circa mitgenommen gehabt. Ich glaube, es waren 133. Und theoretisch gesehen, wenn man mal überlegt, wenn wir noch 67 Euro verdienen, zum Beispiel heute oder morgen oder wann auch immer, dann haben wir tatsächlich über 50% Profit mitgenommen, so wie es der Typ bzw. die Gruppe uns versprochen hat, was echt heftig wäre. Aber das ist natürlich alles so Wunschdenken und es kann natürlich jetzt sein, dass wir unseren ganzen Account noch verlieren. Ich weiß immer noch nicht, was ich von den Signalen halten soll. Vielleicht flippt da auch jemand einfach nur einen Coin. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wohin der Account hier noch fliegt. Okay, kurzes Update, bevor ich jetzt den Tag heute abschließe, beziehungsweise ins Bett gehe. Wir konnten 35 Euro Profit mitnehmen, was auf jeden Fall mega stark ist, denn diese Position war auch über 20 Euro in den Miesen tagsüber. Leider konnten wir jetzt nicht mehr mitnehmen, dadurch, dass die anderen Positionen jetzt noch offen sind und diese lasse ich wahrscheinlich über die Nacht offen. Ist, ich weiß, mega riskant, aber Take Profit und Stop Loss sind gesetzt, das heißt, unseren kompletten Account können wir schon mal nicht verlieren. Über Nacht sind die Märkte nämlich meistens ruhig, aber heftig auf jeden Fall, dass wir bis jetzt keinen einzigen Trade, seit ich dieser Gruppe gejoint bin, falsch lag. Uns fehlen nur noch 32 Euro und dann haben wir tatsächlich über 50% Rendite hinbekommen. Und wir sind nicht mal annähernd bei, ja, einer Woche oder so, sondern wir sind gerade mal bei Tag 2. Warum bin ich der Gruppe nicht früher beigetreten? Oh, Bro, war ich da überheblich. Ich sag euch schon mal eins, einen blutigen Tag würden wir dann doch noch erleben. Ja, aber alles Spaß beiseite. Es kann ja natürlich sein, dass die 2 Tage ausgerechnet heute und gestern jetzt profitable Tage waren und sie halt Glück hatten mit ihren Signalen. Und natürlich auch sein, dass wir ab morgen dann den heftigsten Smash auf den Märkten kassieren. Hoffentlich passiert es nicht und hoffentlich ist die Gruppe einfach echt das, was sie verspricht. Denn am Ende des Tages bedeutet das dann auch mehr Geld in meinen Taschen. Aber jetzt zähle ich erstmal die Scheine in meinem Traum. Good morning! Moin Leute, ich bin gerade erst aufgestanden. Lasst uns zuerst ja, die Trades zusammen mal checken. Dafür gehen wir natürlich in unsere App MetaTrader 5. Bieten wir mal, dass die noch offen sind und wir nicht ausgestoppt wurden. Okay, und tatsächlich wurden wir sogar ausgestoppt auch bei der einen Position. Wow, und sogar extrem hoch sehe ich gerade. Komisch ist, wir wurden wieder zu so einem Zeitpunkt ausgestoppt, wo wir überhaupt gar nicht mit dem Preis waren. War ja auch im letzten Trading-Video, aber da ist drum, das war jetzt der erste Loser von den Signalen, aber dafür läuft es hier noch mit 5 Euro. Legit, ich glaube, ich mache das zu. Somit haben wir dann insgesamt mit den Signalen von gestern
5,50 Euro an Profit gemacht. Natürlich mussten wir jetzt 1 Euro an Gebühr bezahlen, dadurch, dass wir über Nacht gehalten haben. Aber 5,50 für gestern ist okay. Mal sehen, was der heutige Tag dann noch mit sich bringt. Es ist absolut heftig, was vorhin passiert ist. Wir haben mehrere Signale bekommen und wir waren auch echt richtig in den Miesen, also mit minus 60 Euro. Aber dann innerhalb von 5 bis 10 Minuten haben wir eine 180-Grad-Drehung gemacht und konnten 60 Euro Profit mitnehmen. Nur ist da das Problem, habe ich ein bisschen zu früh verkauft und wir hätten noch viel mehr mitnehmen können. Aktuell ist noch ein anderer Trade offen, GBP-USD. Der Preis pendelt gerade aktuell bei unseren Entry-Positions. Ja, aber an sich, bis jetzt läuft es richtig gut, denn würden wir den Trade mal weglassen, dann hätten wir 817 Euro aktuell auf dem Konto und das heißt, wir hätten innerhalb von 3 Tagen 50% geschafft. Absolut insane. Ich dachte echt nicht, dass wir in einem Monat 50% schaffen, aber dass wir das schon in 3 Tagen schaffen, heftig. Auf ein Hoch folgt ja meistens ein Tief und somit haben wir dann auch im weiteren Verlauf des Tages eine Miese kassiert. Was eine Reise. Wir haben den Loss getaked, minus 70 Euro. Wir haben heute Morgen mit 740 Euro gestartet. Ist jetzt zwar doof, dass wir diesen Trade mit minus 70 Euro geschlossen haben und die anderen Trades auch viel zu früh geschlossen haben, denn hätten wir alles zum richtigen Zeitpunkt geschlossen. Bro, ich will mir gar nicht vor, wir hätten über 200 Euro heute machen können. Aber so haben wir jetzt für heute 12 Euro. Gemacht. Schon mal gut, dass wir nicht den Account verloren haben oder halt Geld verloren haben, aber einfach über 200 Euro hätten wir mitnehmen können. Tag 4 haben wir dann auch wieder mehrere Signale bekommen. Er hat zwischenzeitlich auch wieder mega in den Miesen mit über minus 60 Euro. Aber ich weiß nicht, wie es passieren konnte. Wir haben den Tag dann trotzdem positiv abgeschlossen. Und somit haben wir dann für Tag 4 einen Profit von 28 Euro sichern können, welche ich doch ja sehr dankbar mitgenommen habe. Okay, das Wochenende ist jetzt endlich rüber. Das heißt auch somit, wir kriegen wieder Signale für die frische neue Woche von der Forex-Gruppe. Ich habe immer noch keinen Lambo, aber ich könnte mir schon bald eine Rolex kaufen, wenn es so weitergeht. Denn letzte Woche hätten wir alles richtig gemacht. Ja, hätte. Dann hätten wir 400 Euro Profit gemacht mit 100 Euro. Das heißt 100% in einer Woche, was schon richtig heftig ist. Aber so haben wir die letzte Woche mit ca. 180 Euro spenden können. Was meiner Meinung nach immer noch ultra krank ist, weil ich mit 400 Euro gestartet habe. Kann ja auch sein, dass die Gruppe eine gute Woche hatte und ja, ich zu einem guten Zeitpunkt reingekommen bin. Es gab direkt wieder ein Signal. Wir sind leider 10 Euro in den Miesen, wie ihr hier seht. GBP USD, das war auch der Trade, der uns verbrannt hat dann, sag ich mal so, am Freitag. Schauen wir dann mal, wie sich dieses Signal ausspielen wird. Ob da auch vielleicht noch ein neues Signal für heute kommt und wie wir dann generell für diese Woche performen werden. Bin aber echt gespannt darauf, wie die Gruppe diese Woche performen wird. Vor allem habe ich nach letzter Woche echt hohe Erwartungen. Würde man einfach das Gegenteil von den Trades machen, die sie reinschicken, würde es theoretisch auch laufen, wenn man zum richtigen Zeitpunkt dann halt rausgeht. Denn aktuell sieht es bei uns nicht so gut aus. Circa 70 bis 100 Euro schwankt hier das Ganze. Und ich bin euch ehrlich, es macht auch absolut keinen Spaß, weil ich die ganze Zeit aufs Handy gucken muss, um zu checken, oh, ist der Preis jetzt wieder hochgegangen, ist der runtergegangen, soll ich jetzt wieder reingehen, um einen besseren Einstiegspreis zu haben, wenn der Preis doch in die Richtung geht. Ja, vielleicht ist es ja ein Video wert, einfach das Gegenteil von einer Trading-Gruppe zu machen und ja, schauen, ob man die outperformen kann. Wer weiß, vielleicht dreht sich ja das Ganze nochmal und wir können massiv Profite mitnehmen. Tatsächlich lag ich damit gar nicht so falsch. Wir sind insgesamt gerade 30 Euro im Profit. Ihr seht hier die unteren Positionen, ja, sind nicht so geil, aber dafür ist die obere absolut am Rasieren. Ja, und so schnell sind wir auch zum Beispiel nicht mehr im Profit. 5 Euro nur noch, deswegen es geht alles mega schnell gerade, keine Ahnung was passiert. Aber die andere Position ist echt scheiße gelaufen, muss man einfach nur sagen. Die haben gesagt, ganz oben, ja, kauft, habe ich weitergekauft und der Preis ist letzten Endes absolut getankt. Nach einer kurzen Achterbahnfahrt habe ich mich dann doch entschieden, die Position zuzumachen. Nach dem Herzinfarkt, den ich jetzt bekommen habe, haben wir den Tag tatsächlich noch mit dem Profit beenden können. Heute gab es 2 Signale, wir haben 23 Euro mitgenommen. Ihr seht hier, die eine Position lief halt richtig gut, aber die andere lief richtig scheiße. Deswegen sind wir dann auch nur, sag ich mal, im Anführungszeichen 23 Euro im Profit. Bin ich ganz froh darüber, denn wir waren zwischenzeitlich über 100 Euro in den Miesen. Deswegen, so ist es jetzt doch eigentlich halbwegs gut gelaufen. Okay, es ist endlich passiert. Wir haben einen Tag mit Verlusten abgeschlossen. Insgesamt ca. minus 5 Euro haben wir verloren. Schmerzt dadurch, dass ich hätte 60 Euro machen können. Weil der eine Trade richtig gut lief und der hat uns 47 Euro mitgebracht. Und zu diesem Zeitpunkt war der andere Trade noch bei 10 Euro plus. Hat dann aber unseren Stop-Loss getriggert. Und somit sind wir mit minus 5 für diesen Tag jetzt rausgegangen. Heute ist Dienstag, morgen ist Mittwoch, Donnerstag, Freitag. 3 Tage haben wir noch Zeit. Aber somit nach dem Tag von heute ist unser Account bei 798 Euro. Leider knapp unter die 50% gefallen. Ärgerlich, denn ich hätte 850 haben können. Darüber reden wir jetzt nicht. Aber echt krass, wie die Signalgruppe einfach immer noch halbwegs gut performt. Hoffentlich klappt dann auch unsere eigene, ja, Risikostrategie. Ja, diese Strategie hat nicht wirklich geklappt. Der nächste Tag war der allerschlimmste in unserer ganzen Challenge. Ich habe den ganzen Tag für euch festgehalten. Lehnt euch zurück und schaut euch diese Achterbahnfahrt an.
war ein echt ruhiger Morgen und ich dachte echt, wir haben einen ganz entspannten Tag auf Chili-Milli-Basis, ihr wisst. Aber dann kamen auch schon ein paar Signale um die Ecke geflogen. Diese sollten auch die ganze Challenge auf den Kopf stellen. Bin dann auch natürlich wie jeder normale Mensch meinem Lifestyle nachgegangen. Saß dann in der Andrew Tate's Hustlers University Bücherei und auf einmal ist das hier passiert. Der Preis ist innerhalb Sekunden von plus 30 Euro oder wo wir auch waren, über minus 200 Euro gegangen. Innerhalb von unter einer Minute. Dazu habe ich auch dieses Short auf dem Kanal hier gepostet, aber es ist echt einfach nur krank, was in dem Moment da passiert ist. Bro, ich weiß nicht, was da passiert ist. CPI hat mich absolut gefickt. Alle Profite weg. Nice. Aber immerhin hat es der Gruppenbetreiber auch noch zugegeben. Also, I guess, man hat auch vielleicht mal schlechte Tage im Trading oder so. Was soll's. Also anscheinend kam da eine CPI raus. Das heißt, es ist Consumer Price Index Bericht aus den USA über Inflation. So eine Nachricht hat eigentlich immer garantiert einen krassen Einfluss auf den Wechselkursmarkt und ich verstehe auch nicht, warum man dann heute noch Trades eingegangen ist überhaupt. Denn wenn man schon im Voraus weiß, dass heute CPI berichtet wird, sollte man eigentlich nicht traden. Das habe ich gelernt in meiner Challenge. Man soll möglichst Nachrichten halt vermeiden, damit man sowas jetzt nicht kassiert. Aber okay, wir haben jetzt 250 Euro verloren. Hätte aber auch natürlich sein können, dass es genau in unsere Richtung jetzt läuft. Also, dass die 250 Euro ins Profit gehen. Hätte genauso gut sein können. Wir haben jetzt halt die Arschkarte leider gezogen. Tatsächlich habe ich danach auch überlegt, mit der Challenge jetzt hier aufzuhören. Bin dann reflexartig natürlich auf Instagram Reels unterwegs gewesen. Und dann habe ich so eine Werbung kassiert. Und ich wusste natürlich, ich muss weitermachen. Okay, auch jetzt der nächste Trade läuft nicht so wirklich gut. Ich weiß, es sind nur in Anführungszeichen 10 Euro. Verglichen zu 250 Euro ist das nicht viel. Aber krass, dass wir an einem Tag alles an unsere Profiten verloren haben. Plus noch ein bisschen von unserem Eigenkapital. Theoretisch können wir mit diesem Account jetzt noch weitermachen. Oder ich hatte die Idee, dass wir jetzt unser Eigenkapital, also die 400 Euro bzw. 350 rausziehen und dann mit dem 200 Euro Kredit oder halt ja von der 200 Euro Bonus-Einzahlung, die wir am Anfang bekommen haben, weiter zu traden. Und da aber machen wir nicht so kleine Trades, sondern gehen da schon riskant rein und sowieso diese 200 Euro juckt ja nicht, wenn wir die verlieren, weil es ja eh nicht unseres ist. Ich bin hier gerade am Schneiden von unserem Video. Guck mal an sich, okay, passiert, dass sie jetzt, sag ich mal, reingekackt haben von den Signalen heute. Aber Nummer eins, was man hätte vorher machen können, ist einfach gar nicht zu traden heute, wenn man weiß, dass heute so ein CPI-Bericht rauskommt, wie ich es schon vorhin erwähnt habe. Und andererseits hätte ich heute nicht so viele Positionen aufmachen sollen, denn ich habe ja gestern meine neue Strategie euch erklärt, dass wir halt immer automatisch reingehen, wenn der Preis weiter fällt. Ja. Aber unser Verlust hätte sich auch auf, sage ich mal, nur in Klammern 100 Euro beschränken können. Am Anfang habe ich mit 0,03 getradet. Wir haben das Zehnfache genommen, und zwar 0,3. Von Lot-Sizen rede ich hier. Und das ist nicht wirklich gutes Risikomanagement. Ich hatte jetzt am Abend nochmal Glück mit einer anderen Position. Denn diese hatte mir auch noch 41 Euro eingebracht zum Glück. Und da unten der Profit minus 204 Euro. Ja, der Account ist aktuell bei 594. Man sagt eigentlich, never ever trade the news. Warum die Leute in der Gruppe oder der Gruppenführer oder wer auch immer da jetzt nicht vorher gecheckt hat, was für Nachrichten rauskommen. Vielleicht ist die Person ja selber gar nicht in den Trades drin und sendet einfach nur random Signale aus, ja, wo er selber kein Risiko hat. Denn die Person kriegt ja das Geld sowieso durch das Affiliate-Marketing, also halt Affiliate-Based Broker-System, ne? Weil in dem Moment, in dem du zur Gruppe eingeladen wirst, musst du ja über den Broker ja schon Geld eingezahlt haben. Und somit kriegt er dann auch seine Affiliation. Aber okay, ich will nicht haten. Es war jetzt nur ein richtig doofer Tag, der leider all unsere Profite weggemacht hat. Ich habe mir jetzt auch einen klaren Kopf gemacht und zwar werden wir den Account weiter traden. Ich werde wahrscheinlich mein Geld nicht rausnehmen. Ich hoffe, der Tag heute hat euch gefallen. Habe ich aber einen super Tag ausgesucht. Aber ja, dann gehen wir mal zurück zu den Tageszusammenfassungen. Jetzt fahre ich AMG, mein Freund. Okay, für heute war es auch wieder ganz spannend. 4 Signale haben wir insgesamt bekommen. Zwischendurch waren wir auch wieder minus 60 Euro in den, ja, miesen bzw. Verlust. Aber wir konnten den Tag drehen. 71 Euro Profit haben wir dann doch mitgenommen. Aber schön auf jeden Fall, dass wir aus unserem Loss eventuell jetzt rauskriechen können wieder. Tag 9 haben wir ein Signal bekommen. Minus 35 Euro verloren. Und Tag 10 hatten wir 3 Signale gehabt. Davon waren 2 im Positiven. Somit konnten wir 20 Euro sichern. Die andere Position musste ich dann wieder halten, weil sie im Negativen war. Und somit bin ich dann mit den minus 27 Euro in den finalen Tag gestartet. Okay, und dann sind wir jetzt bei heute gelandet. Wir haben die Gruppe über 10 Tage ausprobiert und ja, letzten Endes war es doch eine spannende Reise. Das Nice bei diesem Broker ist, dass Vantage sogar, sag ich mal, so eine Art Trade-Verlust bietet, was auch meistens nur so 1-2 Euro ist, aber die kriegt man dann geschenkt, das ist ganz nice. Für heute hatten wir dann noch einen Trade. Es war ein Buy-Limit von Euro CAD, Euro mit dem kanadischen Dollar. Der ist leider nicht so gut verlaufen. 25 Euro wurden wir ausgestoppt. Und somit haben wir in diesem gesamten Zeitraum, in der wir diese Gruppe ausprobiert haben, 35 Euro verloren. Das ist, um ehrlich zu sein, echt schmerzhaft, vor allem, weil wir über 200 Euro Profit waren. Ja.
über 200 Euro Profit. Aber wir haben dennoch trotzdem diese 200 Euro Kredit auf diesem Account und mit dem werde ich hier das auch wahrscheinlich weiter probieren, nachdem dieses Video hochgegangen ist, dachte ich natürlich zu diesem Moment. Nur war das Problem, nach der Auszahlung unseres Eigenkapitals wurde dann noch unsere Gutschrift bzw. der Kredit von 200 Euro abgezogen und somit war unser Trading-Konto komplett leer. Ein einfacher Weg, um schnell Geld zu machen, ist es ja jetzt nicht möglich. Aber falls ihr dennoch dieser Gruppe joinen wollt, schreibt mir gerne auf Instagram. Vielleicht könnte man somit aber jetzt analysieren, welche Trades am besten hitten und wie groß die Lot-Sizes sein müssen und das Risikomanagement perfektionieren, dass man dann mit diesen Signalen selber noch ein bisschen Trading lernt und somit dann auch profitabler wird, auch mit den Signalen. Und wir haben leider keinen Porsche Cayman jetzt nach den 10 Tagen, was eigentlich echt schade ist. Aber ein anderer Weg, wie ihr im Internet schnell Geld verdienen könnt, seht ihr in diesem Video.